Guten Morgen, ich bin hier von Digital London und wir sind hier mit Futurologe Gerd Lennart von der Futures Agency und wir wollten dieses Zeit nehmen, vielleicht ein kurzes Interview auf Deutsch zu machen. Und Gerd, Sie haben hier also eine Keynote gegeben über das Konzept von Ego zu Eco. Und was das meint für unsere, sagen wir mal, die digitale Ökonomie und das Druck auf der Ökonomie, das Konzept von alles muss immer größer und größer werden, dass das eigentlich das falsche Gedanke ist. Weil man sollte einfach mehr rund denken, dass alles muss ein Feedback haben, aber Sie sind die Experte. Also ich würde sagen, ob Sie das wirklich uns klar machen können, woher wir kommen. Also das Internet ist in gewisser Weise eine Art von Modell für das, was wir im Thema Business und Environment auch sonst machen könnten. Das Internet basiert ja auf einer Peer-to-Peer-Beziehung, ja, ist dezentralisiert. Ja. Es macht einen Platz, wo wir untereinander austauschen können. Das heißt, wenn wir das Modell übertragen würden auf Politik und auf Economy und so weiter, ja, hätten wir heute eine ganz andere Ausgangsposition, zum Beispiel zum Thema Energie oder sowas. Wie wir in Deutschland sehen, haben wir in Deutschland bereits 20% Renewable Energie, weil da dieses Ökosystem von Leuten, die erfinden, auch subventioniert wird. In Amerika ist es 1%. Das heißt, wir müssen diesen Wechsel machen, auch zu überlegen, es kann nicht sein, dass eigentlich alle Benefits von dem Wachstum ja diesem Prozentsatz zugutekommen, der bereits die Kosten investiert hat, zum Beispiel Ölfirmen oder Airlines oder es muss auch etwas der breiten Masse zugutekommen. Das heißt, ich glaube, wir haben da einfach einen Wechsel, wo wir sehen müssen, wenn wir weiter auf Profit und auf Wachstum gehen, dann führt das zu einer Explosion früher oder später, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist die Sache, auch in Medien, wenn große Firmen sagen, also wir machen dieses Jahr weniger Profit als letztes Jahr, hat es wirklich also von der Mediaseite eine Explosion und sagt, okay, es geht schief für so und so und das hat mit dem Stock Market dann auch einen Impact auf der Börse. Und denken Sie, dass das ganze Gedanken wird sich ändern, dass Firmen wirklich sagen können, okay, dieses Jahr sind wir auf Status quo und das ist gut eigentlich? Ich glaube, dass das System der Börse an sich dafür grundsätzlich nicht geeignet ist, weil das bringt ja darauf, dass wir eigentlich sagen, es geht alles quartalsmäßig ab, ja? Und alles, was danach ist, ist egal und alles, was nach meiner Periode als CEO da, wobei ist auch egal. Ja? Das hat dazu geführt, dass wir eben diese Art von Betonung haben, von schnellen Sprüngen und Wachstum und so weiter, was im Grunde ja gar nicht möglich ist, weil wie kann eine Firma wachsen, die bereits 250 Milliarden wert ist? Wie kann sie nochmal 10% wachsen jedes Jahr? Das heißt, wir müssen auch irgendwann sehen, wenn wir das Gleiche tun in Indien und Brasilien und in Indonesien und in Nigeria und sowas, dann haben wir Konsequenzen auf unser Environment, auf Energie, auf Wasser, auf alles, ja, die den Planeten eigentlich am Ende des Jahrhunderts wirklich unbewohnbar machen. Das heißt, wir müssen überlegen, gibt es eine Art von Sustainable Capitalism, wie Al Gore sagt, ja, gibt es, was wir wirklich aushalten können, ja? Nicht, was wir einfach nur ganz kurz melken und dann von dann sehen. Ja. Diese Art von Kurzfristigkeit, glaube ich, ist tödlich für uns. Wo sehen Sie, das ganze Konzept von Sustainable Capitalism, haben Sie da so Beispiele, dass Firmen schon durchführen jetzt? Es machen schon sehr viele Firmen, das Problem ist hauptsächlich eben diese Sunk-Cost, ne, wo man Kosten hat, die damit nicht zusammenpassen, wie zum Beispiel Ölfelder und Kohlekraftwerke und so. Aber es gibt Firmen wie zum Beispiel Puma, die gesagt haben, wir wollen ein Produkt verkaufen, was die richtigen Kosten einbaut in den Preis. Ja. Es gibt Airlines, die bereits schauen, dass sie vielleicht in der Zukunft Leute virtuell bewegen. Es gibt Autohersteller, ja, die sagen, unser Ziel ist es, Leute das Auto teilen und dass es elektrisch ist. Also es gibt sehr viele, auch Unilever, Procter & Gamble, die in dem Bereich schon sehr, sehr aktiv sind. Wir müssen aber ganz grundsätzlich
auch Incentives einbauen, ja, wo wir sagen, jeder wird daran gemessen, wie viel er zurückgibt, nicht wie viel er nimmt. Ja. Und das ist ein Riesenproblem natürlich, weil unsere ganze Gesellschaft basiert nicht darauf, zurückzugeben, sondern so viel wie möglich zu behalten. Mhm. Ja. Genau, genau. Und das ist einfach, die Mentalität muss sich ändern. Und ich glaube, daher ist, gibt es ein Problem, weil das... es muss sich global die Mentalität ändern und das ist ein Riesenauftrag. Ich glaube, es geht nur durch Leiden, ja? Also wenn wirklich was passiert, was schlecht ist. Ja? Weil es ist ganz klar, schon vor 2 Jahren hat Scientific American hat eine Gruppe von Wissenschaftlern vorgeschlagen, dass man 3 Millionen Windmühlen aufstellt, ja? Die ein Drittel der Energie abdecken können, zusammen mit Wind, Wasser und Solar das Problem lösen könnten. Ja? Das Geld dafür ist da, weil das andere kostet ja auch Geld. Ja? Mhm. Aber der politische Wille, ja, zu sagen, das ist wichtiger als das, der ist nicht da. Das heißt, da geht es im Grunde nur um Entscheidungen, grundsätzlich was anderes zu tun. Aber die Entscheidungen werden von denen gefällt, die auch die 1% dieser Ressourcen schon besitzen. Also die 99%, meine ich. Und daher kommt auch, ich glaube, eine Rolle für Government. Was wir gesehen haben in Deutschland, dass die Nuklearreaktor... Und das ist vielleicht eine ganz andere Frage. Ich habe eine Meinung, dass das Nuklear hat eine Rolle in Sustainability. Aber so große Entscheidungen, dass sagen, okay, wir machen das nicht mehr, wir schauen auf die Eco- und Sustainable-Creation. Ich glaube, dass in Zukunft jeder Politiker, jeder Businessman, jeder Futurist, jeder eigentlich, der irgendwie halbwegs öffentlich ist, zu dieser Frage Stellung nehmen muss und sagen muss, wie nachhaltig ist das, wie kann man es erneuern, wie kann man zurückgeben und nicht nur daran gemessen wird, wie viel Geld er verdient, ja, oder wie viel Geld er für seine Angestellten oder seine Börsenquotierung verdient. Ja, weil das führt zu einer Überhitzung, also ganz klar eben nicht zu sagen, es gibt eigentlich keine Alternative zum Kapitalismus. Ja. In dem Sinne von dem, was wir gelernt haben, was mit Sozialismus passiert ist. Ja, ja. Ja, genau. Ja. Und das ist die große Frage jetzt. Das alternative Modell für Kapitalismus und wie das laufen kann. Gerd, danke. Okay. Das ist alles, was wir Zeit haben für today. Dieses Recording war getan bei Digital London am 13. und 14. März. Und wir haben hier diskutiert über 2 Tage das Impact von Digital auf Gesellschaften und was das Future Impact haben wird. Und ich hoffe, dass dieses kleine Snippet auf Deutsch ist vielleicht etwas für eine digitale Messe in Deutschland in der Zukunft. Danke. Danke.